Die NDR Talkshow heute mit James und Christine Lass über eine glückliche Ehe, 50 Jahre Nonstop Dancing und den Abschied vom Tourleben. Suni Melles über die Kraft der Muttersprache, eine Jazzsängerin mit Grandezza und ihr ganz und gar europäisches Leben. Heidi McCurtin über ihr märchenhaftes Lebenswerk, einen seltsamen Wecker und über 180 goldene Schallplatten. Ich habe das Gefühl, ich hätte ohnehin 20 Jahre früher geboren werden müssen. Es war einfach in dieser Zeit mehr los. Also das habe ich gut erlebt. Ach, sehe das ja, freut mich aber auch. Wie auf Partys natürlich immer. Sie strahlen ja so. Total, ja, ich bin begeistert. Ja. Ich bin großer Fan von Anfang an, 50 Jahre mindestens. Was? Ja. Meine Damen und Herren, es war schon immer mal mir ein großer Wunsch, Ihnen eine Königin vorzustellen. Ich stelle Ihnen heute, Sie wissen sofort, wovon ja, ich rede. Ich stelle Ihnen heute nämlich eine Hörspielkönigin vor. Sie hat Millionen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen einen zarten, eine Gänsehaut auf den Rücken gezaubert. Sie hat über 2000 Hörspiele produziert und damit ist Ihnen eine Eintragung im Guinness-Buch der Rekorde sicher. Klassiker wie die drei Fragezeichen, TKKG und Die fünf Freunde sind alle aus ihrer, ja, aus ihrer Feder, aus ihrer Kehle, aus ihrem Mischpult, was auch immer. Bitte begrüßen Sie die bescheidene, die leidenschaftliche und die fleißige Heide Gine Körting. Wow. Auf Facebook schrieb eine Zuschauerin einen wunderbaren Satz. Und zwar die Zuschauerin heißt Jana Wessels. Die schrieb, Heike Dine Körting fand ich spannend zu sehen. In jeder TKKG-Kassette steht ihr Name, aber das Gesicht dahinter kenne ich nicht. Zeit also, das Rätsel zu lösen. Wer ist die mysteriöse Frau hinter diesem Namen? Liebe Heike Dine, Sie waren von Anfang an einzigartig. In Jena geboren, in Lübeck aufgewachsen. Als Sie geboren wurden, waren Sie Sie waren die einzige Heike Dine überhaupt in Deutschland. Ich denke schon, dass ich die einzige Heike Dine auf der ganzen Welt war. Das hat sich aber dann später ein bisschen gelegt. Jetzt auf der ganzen Welt? Ja, das gab es noch nicht, soweit ich weiß. Vielleicht kommt jemand. Aber jetzt gibt es doch die eine oder andere Heike Dine. Das sind fast alles Hörspielfans, die Kinder auch Heike Dine genannt haben. Wie süß. Meine eigene Patentochter heißt allerdings auch Lilly Heike Dine. Da bin ich glücklich. Wie gut waren Sie als Kind? Sie sind leidenschaftlich in Ihrer Arbeit. Sie sind, das werden wir gleich noch mal sehen. Aber wie gut waren Sie als Kind im Geschichten erzählen? Waren Sie das? War das also eine frühe Begabung, eine frühe Leidenschaft? Ich denke schon. Ich war ziemlich großartig als kleines Kind. Ich habe sehr gerne Kasperle-Theaterstücke aufgeführt. Da war ich so vielleicht 5 mit selbstgebauten Puppen. Und da musste die ganze Straße, alle Freunde mussten kommen und zugucken. Ich war dann der Spieler. Das war das eine zum Beispiel. Und das sagt man mir immer nach, oder ich fühle es auch bis heute ganz gut, dass ich zu der Zeit zum Beispiel schon immer Eintritt genommen habe. Ach, guck. Wenn meine Kinder kamen, alle aus der Straße kamen, dann habe ich gesagt, ja, umsonst ist nichts. Also wenn ich dann schon mich hinstelle und mache dann meine Gretel und den Hänsel und was alles und das Krokodil natürlich auch selber, dann muss natürlich unbedingt ein Bonbon her oder irgendeine Kleinigkeit. Also das war schon von Anfang an. Da war ich 5 Jahre und da hatte ich schon dieses bisschen kommerzielle Gefühl. Es ist nicht beim Bonbon geblieben, glaube ich. Nee. Jetzt haben Sie die Originalkette von Huibu. Richtig, man hat mich gebeten. Neulich kam jemand zu mir und sagte, kann doch wohl nicht wahr sein. Die gibt es noch. Oh. Über 40 Jahre alt. Das ist ja toll. Mit wunderbaren Hans Clarin. Oh, man kann sie ja nicht umgehen. Du könntest gerne mal rumgehen. Die sogenannte rostige Rasselkette. Ich hätte sie ja gerne umgebunden, dann hätte ich auch mal eine schicke Kette. Das war eine Ihrer ersten Produktionen. War eine meiner ersten Produktionen. Auch Conchita ist ganz. Die Kette von Huibu. Aber und es wurde ein Welterfolg. Hatten Sie so ein Gefühl, dass die Zeit der Bonbons vorbei ist und jetzt richtig eine große Welle des
verdienten Geldes reinspülen? Da habe ich noch kein Geld verdient. Da kriegte ich dann für pro Produktion 500 Mark. Und es ist auch nie mehr geworden. Dann, also in der Zeit noch nicht mehr geworden. Aber das war einfach auch nicht das Wichtigste. Das Wichtigste war einfach der Spaß. Hoi, bu. Wir wollen uns, ich meine, das ist ja wirklich wunderbar, wenn alle, die hier in der Runde sitzen, haben das dann ganz, einmal ganz die rostige Kette. Wir hören uns jetzt noch mal an, wie es wirklich klang, das Schlossgespenst. Ja. Wollen wir mal, so, einmal Stille. Mit Hans Clarin. Das Gespenst. An der richtigen Stelle gerattet. Wunderbar. Toll. Wir haben gerade darüber gehört, Till, dass Heike Diene große Geschichtenerzählerin natürlich ist in ihren Hörspielen. Bist du früher schon ein guter Geschichtenerzähler gewesen? Also hast du schon als Junge Stories im Kopf gehabt? Ja. Allerdings nur Western. Ich habe ganz viele Comics gezeichnet mit Cowboys und Indianern und habe die dann richtig so selber gebunden mit einem Tacker, ne? Richtige Geschichten erzählt und die habe ich dann immer meinen Eltern für eine Mark verkauft. Siehst du auch hier schon geschäftstüchtig wie Frau Körting. Und wart ihr dabei? Ich meine, wir tragen mal. Das waren meine Helden. Wir fragen mal die Cowboys. Wart ihr als Cowboys, aber ich meine, das wird Schweiger ist natürlich eine herbe Enttäuschung, wenn die Cowboys früher als Kind bei Huibu waren. Also Huibu habe ich natürlich geliebt und auch gehört. Cowboy, Old Shatterhand und Karl May Hörspiele natürlich auch. Ich glaube, wir kannten uns damals noch nicht. Insofern würde mich wundern, wenn wir im Comic bei ihm aufgetaucht wären. Conchita, Huibu, war das in Österreich ein Thema? Wenig, oder muss ich ehrlich gestehen. Aber nichtsdestotrotz ist es mir natürlich ein Begriff. Und ich finde das so unfassbar großartig. Sie sind so wahnsinnig erfolgreich. Und es ist so eine Schande, dass man das eigentlich gar nicht so weiß. Oh, das ist eigentlich ganz angenehm. Ich finde das so wahnsinnig toll. Also aber ist das nicht wunderbar, die ganzen Vorteile haben und keiner erkennt einen auf der Straße? Ach so. Da wollen wir doch hin. Aber wir haben den falschen Weg eingeschlagen. Was mir ist schön, damit man auch die Leidenschaft sieht von Heike Diene Körting, Sie haben immer ein Aufnahmegerät dabei und sammeln. Hier durfte ich ja nicht mitnehmen, aber in meiner Handtasche hinten ist es natürlich. Ich hätte ja zu gern das Ganze mitgeschnitten. Sie sammeln aber Töne. Ich sammle Töne, und habe so an die 100.000 selbst aufgenommene Töne. Das läuft in Schleifen dann bei uns im Studio rum, der ganze Keller ist voll. Also es macht einfach Spaß, in ein Wespennest wirklich richtig hineinzuschlüpfen. Und es gibt eigentlich nichts, was ich nicht irgendwie einfange. Ich sehe gerade die Kette, da sind drei Fragezeichen drauf. Ja. Das ist ja wenn Sie sich ganz wenig bewegen, ganz wenig, bleiben Sie mal ganz starr. Und ich stelle Ihnen eine Frage, dann kann die Kamera das an. Bleiben Sie ganz starr, ist wie beim Zahnarzt. Dann kann die Kamera. Sie haben, was ist denn das letzte Geräusch, was Sie aufgezeichnet haben? Mein letztes Geräusch? Die Gänse, Unsere Gänse. Wir haben gestern in Hasselburg haben wir eine große Feier gehabt. Und es war so, wie Applaus kam die Gänse auf uns zugeschossen und machten Randale und ich dann gleich wieder mit meinem Mikro dran. Wunderbar, und jetzt muss ich nur noch die richtige Geschichte finden dafür. Und dann war wahrscheinlich der Landrat da, aber Sie haben noch einen Preis bekommen dafür, dass ihr Anwesen... Die Stahlberg-Stiftung hat gestern den großen Preis gekriegt für Denkmalschutzpflege, weil wir mit vereinten Kräften ein wundervolles Torhaus vom Kreggenhofer restauriert haben. Und das ist wirklich... Ich stelle mir das ganz amüsant vor. Es sind da die Honorationen da und Stiftungsmitglieder und Heike Diene wächst mit dem Turmhandgerät zwischen den Gänsen hin und her. Ging natürlich von der großen Feier wurde marschiert zum Torhaus, damit es jeder auch begucken kann und jeden Stein noch mal einmal ansehen kann und auch sehen, wie viel Historisches erhalten wurde, obwohl es knallmodern ist innen drin. Und dann gingen die also los und die Gänse kamen angeschossen und gleich vorne weg und wir gingen dann alle im Gänsemarsch. Mit einem einzigen Schrei, haben Sie Geschichte gemacht. Sie haben einer ganzen Generation Gänsehaut auf den Rücken gezaubert. Angst gemacht war das schon eher bei dem pure Schrei. Pure Angst, pure Angst. Das ist nämlich, erzählen Sie mal, die Geschichte vom schreienden Wecker.
Also wir haben ja hier eine ganze Menge Schauspieler. Dass ich nun ausgerechnet diesen schreienden Wecker gemacht habe, habe ich eigentlich aus Respekt und Achtung vor den Schauspielern gemacht. Im Studio habe ich überhaupt immer fast alles für unsere Hörspiele, habe ich fast immer die Monster und Gespenster habe ich selber gemacht, damit die bei Stimme bleiben können und dass denen nicht die Stimme weggeht, so wie mir zum Beispiel bei dem Trecker. Bis er mir gelungen war, na, da war ich ja mindestens eine Woche oder zwei Wochen heiser. Das kann sich ein Schauspieler nicht leisten. Ich kann ja still hinter meinem Mischpult sitzen und weiterarbeiten. Ja. Aber das ist toll. Das ist wirklich schön. Das ist auch heute immer noch eins der beliebtesten Hörspiele, die ja, den hören wir uns jetzt mal an, den schreienden Wecker. Den haben wir nämlich auch. Achtung! Schaffen Sie das heute auch noch? Aber klar. Aber jetzt natürlich nicht. Ach ja, hallo. Jetzt könnte ich ihn höchstens, ich bin ja auch noch, außer diesen ganzen Monstern, auch den noch Rahmen. Blackie der Rabe oder der Mühner, wenn man es richtig sagt. Und das könnte ich natürlich, könnte ach, ich bitte. Ihn dann... Bitte, oder sowas könnte ich zum Beispiel schön. Noch sagen. Nicht? Und das mache ich auch in 172 Folgen. Die drei Fragezeichen haben sich hierzulande 40 Millionen Mal verkauft. 40 Millionen Mal. Aber ist ja, muss ich ja nur sagen, ist ja nicht mein Werk. Es ist ja anders wie James Last, wenn der eine goldene Schallplatte gekriegt hat, dann hat er wirklich alles gemacht. Ich bin ja eigentlich nur diejenige, die das initiiert hat, die dann nachher später die Regie gemacht hat und die Produktion. Aber die waren wirklich großen Künstler, sind natürlich meine drei Jungs, ja. Die Hauptdarsteller, die wir ja seit über 35 Jahren, jetzt bis auf den leider verstorbenen Peter Pasetti, alle auch heute noch in den Produktionen haben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz besonders einmalig. Und die Jungs verkaufen einmalig. Die Waldbühne, Bühne 20.000 Leute. Die gehen aufs Stadion und, ja, ja. Und die Leute flippen ja. aus. Und es ist toll, weil es ist eben unsere Generation sozusagen, derer, die damit groß geworden sind. Und die ganz Jungen auch wirklich, also Generationen, wie bei ja. James Last. Ja, so ungefähr. Was mich sehr freut, Sie sagen, das Hörspiel, und das ist mal eine Weile schlecht stand, das Hörspiel hat eine Renaissance. Richtig. Und da liegt es daran, was Sie gerade eben gesagt haben, daran, dass eben die etwas Erwachseneren oder die Älteren, die zu der sogenannten Kassettengeneration gehörten, der 80er Jahre, der Erfolg kam ja im Wesentlichen eigentlich, einmal war die Schallplatte schon erfolgreich, also auch vor allem mit den Kamei-Serien, was Sie dann, und den Indianer-Sachen. Und dann kam der Sony-Kassettenrekorder auf den Markt. Und zu der Zeit hat mein Mann gleich die Idee gehabt, bloß nicht die Kassette jetzt teurer zu machen als eine Schallplatte. Die Schallplatte, Europa-Schallplatte, Europa war überhaupt der große umfassende Gedanke dafür, was Sie auch sagen. Also die Europa-Schallplatte kostete ja 5 Mark. Und als die Kassette auf den Markt kam, kostete bei jeder Firma, die also nun schon sowieso schon 15 oder 19 Mark für eine Schallplatte nahm, kostete die Kassette immer ungefähr ein Drittel oder anderthalb Mal so viel. Ja. Weil sie sehr viel teurer war zu produzieren. Und mein Mann und der Dave Miller, der Mitbegründer der Firma, hat gesagt, nee, machen wir nicht. Für Kinder auch die Kassette 5 Mark. Wurde erst noch ein kleines bisschen zugesetzt, denn man musste die ja früher verschrauben. Heute sind die wertvoll, die mit den Schrauben, ja, ja. Mit den 4 Schrauben, Antikraft. Mit den 5 Schrauben. Und das interessant ist, dass in Amerika dir das Hörspiel gänzlich unbekannt ist. Ne? Ja, in der Form völlig unbekannt, weil ich denke mal, dass wir in Deutschland hier eine ganz neue Art oder neue Kultur des Hörspiels entwickelt haben. Insofern, als das in Amerika zum Beispiel, da haben wir natürlich auch versucht, uns durchzusetzen. Aber in Amerika durfte zu der Zeit, in den 80er Jahren, eigentlich jedes Kind schon Fernsehen. Bei uns saßen die Kinder dann vielleicht bei der wunderbaren Sendung mit der Maus vor dem Fernseher, aber noch nicht. Das Wirtshaus im Spessart. Wirtshaus im Spessart, das eine oder andere. Und die Kinder hatten natürlich ein unbändiges Bedürfnis, Geschichten zu hören. So, und als wir in den USA waren, war es eben die große Enttäuschung, es wurde nur das Playback runtergeholt vom Film. Da gab es Strawberry Shortcake, war damals ein großer Erfolg. Und die wussten überhaupt nicht, was Hörspiel ist. Ein Hörspiel, eine Sache, die eben nicht ein Minus zum Film ist
Und auch nicht jetzt nur ein Plus zum Buch, sondern etwas ganz, ganz Eigenes. Der Film im Kopf. Mit Geräuschen, ja. Genau, ja. Fantasie im Kopf. Sie haben 180, ja. Sie sind ein wirklich, was die Engländer einen Hidden Champion nennen, also ein versteckter Star. Sie haben 180 goldene Schallplatten bekommen. Mindestens zahlreiche Platten. Und das wird sicherlich auch James beeindrucken. Sie haben einmal 100 goldene Schallplatten auf einmal bekommen. Richtig, denn das war, glaube ich, der Firma zu teuer. Es war inzwischen Sony oder Bertelsmann. Oh. Also vorher kriegte ich ja immer noch für jedes eine eigene goldene Schallplatte. Und dann gab es ein ganz, ganz, allerdings sehr hübsch aufgemachtes Ding. Und die Jungs kriegten das ja auch, natürlich, die drei Fragezeichen. Und da war dann eine schöne goldene CD. Das war also nicht mehr die Schallplatte, sondern es war dann die CD. Und da kriegten wir für die CD, also für die CDs, die verkauft waren, und das sind, glaube ich, 100.000 pro Folge nur, nicht wie früher, nur eine halbe Million oder so. Und da kriegten wir dann eben 100 auf einmal mit einem schönen Autogramm und dem Guinness Buch der Rekorde. Sie haben eben schon erwähnt, Sie wohnen auf Gut Hasselburg mit Ihrem Mann nahe Richtig. Der Ostsee. Darf man da auf ein Schlossgespenst hoffen? Aber klar. Ach so. Aber klar, wir haben ein eigenes. Da ist nicht nur Hibu, der da mit der Kette rumrasselt, auch heute noch manchmal, sondern wir haben die blaue Frau. Wir haben wirklich ein Gespenst, das wohnt bei uns im Brunnen, im Keller. Ich habe sie auch schon manchmal verfolgt. In den nächsten Tagen nehmen Sie eine neue Folge der drei Fragezeichen auf? Ja. Freuen Sie sich drauf? Aber wie? Und verraten Sie uns, wie die Folge heißt? Sollte ich das schon sagen? Ich stelle es Ihnen frei, aber es wäre natürlich André, schön. Bist du da? André hat schon gesagt, das gefiederte Ja. Das gefiederte wer? Das gefiederte André. Der gefiederte Schrecken. Und ja, meine Gänse kommen ins Spiel. Und die Gänse kommen ins Spiel. Ja, aber dann müssen wir noch einbauen. Irgendwie müssen wir sie einbauen. Haben Sie noch, ich meine, nach so viel, ja, so etwas wie Lampenfieber oder schlafen Sie bei schlecht? Ihnen jetzt ja. Nein. Total. Echt? Also dachte ich, heute Morgen habe ich mich ja versucht zu bilden. Einmal Til Schweiger, weil sie gerade im Spiegel über Sie natürlich gestern Abend, Sunny Melis und Gitte, habe ich mich gefreut, habe ich mal ganz früh kennengelernt, war ich mal eingeladen. Boss. Ja, natürlich auch. Ja. Na, sowieso. Ja. Eingehört. Eingehört. Aber ich muss sagen, heute Morgen habe ich dann irgendwie so alle verflucht und habe gedacht, mein Gott, ich hätte es doch nicht machen sollen. Sowas kann ich nicht. Sie machen, nein, aber was mich interessiert, gibt es noch Lampenfieber, bevor Sie ins Studio gehen? Nee. Oder ist das Ihr Home-Turf sozusagen? Das ist mein Zuhause und ich habe ja auch den Vorteil, dass wir immer die Studios oder das Studio bei uns im eigenen Hause haben. Ja. Also insofern bin ich da, da kann mir niemand was. Ihnen kann überhaupt. Heidi Körting, meine Damen und Herren, wir freuen uns, dass Sie da sind. Danke schön.